Klar, dass ihr auch hier wieder mitkommt nachher, ey. Kommt mal rein, ich zeige euch die Butze. Schnell gemacht, glaube ich. So. Erster Morgen in L.A., nachdem wir gestern spät hier angekommen sind, im Ramada Inn, in Marina Del Rey. Und was war? Und was war? Als erstes? Als allererstes. Buchung nicht vorhanden. Wir kommen, ich klingel da. Der Typ guckt schon ganz komisch, weil er gar keine Buchung mehr hat in seinem System. Ja, booking.com mussten wir erstmal uns im Internet einloggen, ihm das zeigen. Und zum Glück hat er ja noch ein Zimmer, auch genauso eins, wie wir haben wollten. Und das Gute daran ist, wir haben es jetzt noch mal $25 günstiger gekriegt, weil wir ja so eine Unannehmlichkeit hatten. Wir hatten ja Panik, dass wir kein Zimmer kriegen und so weiter. Von daher alles gut. Und Frühstück inklusive. Frühstück inklusive haben wir gerade getestet, habt ihr nichts verpasst. Nicht gut befunden. Ich habe nur Cornflakes gegessen. Also zwei Betten, Fernseher, Kühlschrank ist immer wichtig, damit man da sein Monster kalt stellen kann. Oder seine Reese's Cups oder Snickers. Ganz wichtig. Ja, Fernseher, also Standardraum. Wir sind jetzt 3 Tage hier, dann fahren wir nach San Diego. Das ist jetzt eher so eine, ja, wie nennt man das? Unterkunft. Ganz normales Hotel halt einfach, ne? Keine Wohnung. Keine Wohnung. Hier, Video rendert schon. Road to Hana. Ich hoffe, ich kann hier das uploaden. Ich glaube, das Internet ist hier nicht so dolle. Das Bad ist aber ganz cool. Bad. Kannst du mal reinfilmen. Standardbad halt, Dusche ist in Ordnung. Und das Wichtigste in Amerika, Leute. Auch wenn es sich jetzt blöd anhört, ne? Das Wichtigste ist, Das ist kein gutes Klo. Also ich will es ja nicht im Detail vertiefen, ja, aber wir haben bestimmt schon 4 oder 5 Mal gehabt in Hotels, dass das Klo verstopft war. Einfach weil das Ding und übergelaufen nichts, ist. Nichts wegsaugt. Ja, und damit will ich das Thema auch beenden. Aber so, jetzt reicht's auch wieder, ne? Und jetzt hier raus mit euch. Zack. Später nehmen wir euch wieder mit, keine Angst. Leute, checkt das Licht. Das gibt's nur hier in Kalifornien. Das ist einfach nur geil, das Licht. Immer wenn wir hier sind, sind wir gleich wieder von diesem Licht gefangen. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Aquashopping machen, ein paar Getränke besorgen. Und dann gehen wir pumpen. Und Julia, was willst du noch kaufen? Kosmetika. Julia wird jetzt hier im Shoppingwahn verfallen. White on white. Wo könnten wir jetzt auf dem Parkplatz stehen? Schreibt's mal in die Kommentare. Victoria's Secret? Wir stehen bei Victoria's Secret. Oder bei Beate Use. Gibt's hier überhaupt nicht. Natürlich. Oder bei CVS. Bei CVS waren wir gerade. Nein, jetzt sind wir wieder at the Mecca of Bodybuilding. Gold's Gym. Das heißt, ich mach Push und Julia macht auch Push, obwohl sie Beine hätte. Aber ich kenne mich nicht so gut aus. Ich bin schockiert. Sie kennt sich nicht so gut aus. Wir waren hier nur schon das 4. Mal sind wir hier. Kennt sich nicht so gut aus. Will da jemand? Training ist durch. Und Tapia, er hat mir gerade geschrieben, ich habe ihm ein Bild geschickt. Er will unbedingt einen Ghost Gym Stringer haben.
Bringen wir dir auf jeden Fall mit. Die Frage ist, in M, L oder M, XL? In M ist schlecht. Und M gibt's nicht mehr? Ne, M ist immer weg. L gibt's XL, zweimal XL und S. Ja, egal, ich werde das mit dir klären. Du kriegst auf jeden Fall ein. Die gibt's ja auch nur hier. Die gibt's nur hier, wo wenn es draufsteht. Ja. Das ist richtig cool. So. Das habe ich auch ausgesucht. Und wir haben gerade die ganze Pro Bro Army getroffen im Gym. Die Jungs sind echt richtig sympathisch. Richtig nett, ja. Muss man echt sagen, ne? Die kriegen ja auch viel Hate ab und so. Einfach auch aus dem Grund, dass sie natürlich auch erfolgreich sind, ne? Love your haters. Aber die sind echt super gechillt. Super gechillt. Richtig nett. Super entspannt. Haben gleich mit uns gequatscht, durften Fotos machen und so, ne? Sowieso waren wir die Stalker. Wir haben sie gestalkt. Ja, auf jeden Fall besonders Patrick. Der hat sich echt Zeit genommen, hat nochmal gefragt, wo wir herkommen. Und ja, echt cool, richtig coole Leute. Boah, das ist auch schon ein bisschen. Die Ausbeute des ersten Gymbesuchs ist ein Chestpump. Und 4 Goldschirmstringer, die es halt nur in Venice gibt. Und zum Glück in M. Und zum Glück in M, das ist immer ganz oft weg. Und wir haben gerade gesagt, Tapia, du kriegst es in L. Du bist halt so ein Massemonster, das muss L sein. Sonst ist das zu klein. Ja? Ne, Bro, du kriegst L. Welche Farbe, werde ich dich gleich nochmal fragen. Oder vielleicht frage ich dich gar nicht, nein, sondern... Ich weiß, es gibt eine Überraschung. Du wirst dich freuen. Oder auch nicht. So, jetzt wird geduscht und dann erstmal zweites Frühstück. Pancakes, IHOP. Und dann? Schauen wir mal, ne? Und dann? Schauen wir mal, ne? Kommt doch mit an den Tisch hier, Freunde. Oh, Mädel ist schon da. Nicht gegen das Lichtfilm. Oh, hier ist allgemein brutales Licht. Das ist der einzige Platz, wo es schön machen. Willst du auch noch Kaffee? Ja, bitte. Würde es mal so einschalten, wie die das machen? I have my seasonal fruit. Yeah. And I have my pumpkin pancakes. That's for me. Pumpkin pancakes. Our regular 2 butter roll pancakes. And I have scrambled right there and scrambled egg whites. The egg whites? Yeah, the egg whites. For me. Thank you. Your egg whites. Any ketchup, Tabasco, Cholula sauce this morning, guys? Cholula would be nice. Do you got a sugar-free pancake syrup or something like that? Of course, yeah. I have sugar-free syrup and then you said Cholula, correct? Yeah. Yeah, I'll eat that right now, right? Perfect. Thank you. So, Freunde, da ihr jetzt bei uns sitzt, will ich euch natürlich auch das Essen nicht vorenthalten. Es gibt Oatmeal, Egg Whites, Hash Browns habe ich gar nicht bestellt, keine Ahnung. Das gehört zu Kombo dazu. Gehört zu Kombo dazu und die Pumpkin Pancakes und die, oh, die riechen richtig gut. Dazu gibt es natürlich den Sugar Free Syrup von Carrie's. Hat 15 Kalorien auf 60 ml, also nix. Hot Sauce mache ich mir auf die Eier. Cholula. Cholula Hot Sauce, auch mit 0 Kalorien angegeben. Mache ich mir auf die Eier. Julia hat die normalen Buttermilk Pancakes, normale Eier. Scrambled Eggs. Und für die Micros haben wir natürlich noch Fruits. Ja, das ist das Frühstück. Kaffee schmeckt auch geil. Normalerweise sind wir ja die Denny's Jünger, aber es gibt es hier nicht in der Nähe. Deswegen sind wir jetzt auf IHOP umgestiegen bis jetzt. Ich habe gerade gesagt, richtig wahrscheinlich geil. Werden wir jetzt IHOP-Fans eher. Ja. Wo wir einmal so enttäuscht worden sind. So. Ob das richtig geil war, werden wir gleich sehen. Und Julia sagt nun Folgendes. Schauen wir mal, ne? Post-Workout-Meal ist durch. Julia hat schon wieder Angst, von Mücken gestochen zu werden. Ja. Aber hier in L.A. sind die alle... Killer da, Baba. Die sind alle von den ganzen Abgasen hier komplett tot. Gibt's keine Mücken. So. Was folgt als nächstes? Nachdem ihr nun mit uns frühstücken durftet, werden wir jetzt nach Venice runterfahren und uns unseren Lieblingsstrand anschauen. I got enemies, got a lot of enemies, got a lot of people trying to drain me of this energy, trying to take away from it.
Hier gibt es ja Medical Cannabis, ne? Ja. Dann ist schön einer hier einen durchgezogen. Ne? Hier in der Ecke. Jetzt kommt er mit seinem Skateboard hin und her. The Green Doctor. So Leute, ne? Sagt Nein zu Drogen und Ja zum Peace. Sehr geil, Dr. Wie hieß er? Was? Dr. Green. Dr. Green. Zufall. Echt Zufall, dass wir das gefunden haben. Arnie, Muscle Farm. Da Dr. ist er. Dr. Green. Sehr geil. Guck mal, so groß ist er hier vorhanden in Venice. So ein Zufall, richtig geil. Da ist er. So, Arnie. Aber hier den Hosenstall offen lassen ist ja auch nicht so gutes Benehmen, ne? Also daran müssen wir noch arbeiten. Da hat er doch glatt die Hose offen, der Mann. Sick. Super. So, Leute, ja. Ihr seht, hier geht einiges. Alle Leute machen hier Sport. Da wird Basketball gespielt, da hinten wird wahrscheinlich gesurft. Eben habt ihr schon gesehen. Boah, Zoom. Voll reingezoomt hier. Hier wird natürlich auch noch Krafttraining gemacht, ganz vergessen. Basketball, Squash. Ja, alles Mögliche. Praktiziert die Balance auch im Alltag. Film mal da hinten, sieht man das? Den Schleier da, den Smog. Ja. Das ist der Smog, der hier das Licht macht. Geil. Spring! Flexen muss man immer. Das hat Arnie schon gesagt. Spring! Körper. Seemanns Körper. Das Flugzeug da hinten sieht aus, wenn es gleich ins Meer stürzt. Boah! Ist ein bisschen schwerfällig unterwegs. Wie so eine träge Biene. Ja. Nicht, dass wir hier live einen Flugzeugabsturz filmen. So. Also da ist der Pier von Venice Beach. Ist das der Venice Pier? Ja. Ja. Ja, dann ist dann der nächste Santa Monica. Sieht man jetzt gar nicht. Sieht man jetzt nicht. Cloudy. So, wir brauchen einen Smoothie, ne? Brauchen wir ein T-Shirt. Nach Pro-Bro-Empfehlung brauchen wir jetzt einen Smoothie. Soll es hier den besten geben. Und noch ein paar Goodies. Ja, das befürchte ich nämlich auch. So, wer bezahlt wieder? Hier. Aber bezahlt. So, frisches Nudels hier. Was hast du? Was den Berry Fusion? Ich hab. Berry Fusion. Zwei Smoothies, wie viel? Deine Muffin Brownies. Und deine Quest Bars und Quest Chips. Quest Bars, einmal Chips, 30 Dollar. Es geht sogar noch, oder? Ja, fand ich auch. Ja, du musst es ja auch den großen nehmen. Hier, kannst du so schon arbeiten. Julias ist natürlich wieder besser, ey. Es kann nicht wahr sein. Meiner schmeckt nicht nach Banane. So, Julias Smoothie schmeckt natürlich besser. Was ist bei dir alles noch mal drin gewesen? Antioxidantien, Almondmilch, Pineapple, Mixed Berries. Das war's, glaube ich. Ja, bei mir ist halt alles, was so auf jeden Fall Protein. Pflanzliches Protein,
Amino, Spezial, Glutamin, Banane, was war da noch drin? Muskeln. Muskeln sind da drin. Das ist halt genau das Richtige. Müssen wir nicht direkt nach dem Gym kommen und sie mal holen. Aber 8 Dollar ist ganz schön happig. Ja, du musst ja auch die Riesenknöter nehmen. Ja, jetzt fahren wir noch kurz nach Hause und dann fahren wir endlich shoppen. Oder? Wir müssen hier mit nach. Okay. Dann geht's jetzt ab nach Culver City, Westfield Mall. Tapia, deine Schuhe werden gejagt. Sie sind fällig. Man weiß es nicht. Schauen wir mal, ne? Endlich wieder Chipotle. Meine Güte, wie lange brauchen die denn da? Legen die jedes einzelne Salatblatt einzelner drauf, jedes oder was? Jedes einzelne, Leute. Jedes einzelne. Wir haben jetzt wieder einen Shopping-Trip hinter uns. Hast du den Menschen schon was erzählt? Nein. Ich bin gerade angerannt gekommen. Ich bin ja der größte Chipotle-Fan und Julia ist der Panda-Fan. Und das Geile ist, hier in dieser Mall, wo wir gerade shoppen waren, gibt es beides. Ist ganz selten, ne? Ja. Dass beides da ist. Und da kann ich euch mal einen Tipp geben bei Chipotle. Wenn ihr da seid, Tipp von den ganzen amerikanischen Fitness-YouTubern. Ich habe natürlich Doppelt Chicken genommen. Wenn ihr gleich am Anfang sagt Doppelt Chicken, dann kriegt ihr nicht so viel Chicken. Also erst lasst ihr erstmal einen Löffel Chicken drauf machen und dann sagt ihr, oh, ich nehme Doppelt Chicken. Na, dann müssen sie nämlich genauso viel drauf machen wie auf dem ersten Löffel. Tutti Frutti, Omaroni. Ich habe nur noch Carbs offen und was ist das Beste, wenn man nur Carbs offen hat? Frozen Joghurt. Ich habe jetzt genommen Vanille, ohne Fett, Non-Fett und Cookies and Cream. Jetzt nimm dir einen schönen pinken Löffel. Natürlich ein paar mal pinken Löffel, weil die ist natürlich so. Ja, ganz gut. Ganz gut fast drin. So, die letzten Carbs werden jetzt so aufgebraucht. Einmal Taste-Test. $100. Unterhosen, nein! Ihr habt die Unterhosen von meiner Frau gesehen. Nein. Ja, die poste ich auch bei Instagram. Also, du postest deine Unterwäsche über Instagram? Dafür hast du ein Foto gemacht davon. So Leute, jetzt habe ich es erfahren. Julia verdient sich was dazu, indem sie ihre Unterwäsche bei Instagram postet. Ja, aber ich habe noch nicht mal getragen. Ja, aber die getragene bringt noch mehr, oder was? Ah, ich sehe. So, ich habe gehört, man macht in Amerika ein Shopping Haul. Ja. Haul. Also, voll interessant. Ich habe ja auch so ein bisschen was gekauft und dann zeige ich euch mal was. Und zwar natürlich alles in Grau. Eine graue Hollister Boxershorts. Ich zeige euch auch meine Unterwäsche. Sexy Eyes. Dann trage ich ja in letzter Zeit gerne diese Joggers von H&M in Grau. Komischerweise. Und bei Hollister gab es die auch. Die sitzt richtig, richtig gut. Und auf diesen typischen Hollister Wohlfühl flauschi Feeling. Und noch zwei Mützen morgens, wenn man vorm Gym nicht unbedingt sich die Haare machen will, duschen will, sondern danach duschen will. Zwei Stück von H&M. Ganz normale Mützen. Das war mein Shopping Haul. Ein haben wir noch. Jetzt muss ich aber duschen und dann ist es wirklich gut nach. Ne? Aber damit die Haare nicht nass werden,